Ich habe genug für eine ganze Woche eingepackt. Genug für uns alle. Aber wir müssen trotzdem nochmal wiederkommen. Es ist einfach zu viel. Ich krieg das Gitterbett nicht ins Auto und wir brauchen einen Lieferwagen oder sowas. Ich weiß nicht, ob du ernst meintest, was du gesagt hast, aber wenn du es ernst meintest, dann gehe ich jetzt. Ich hab's versucht. Was? Alle haben mir mal gesagt, wenn ich erst einmal Kinder hätte, dann würde ich mich ändern. Ich wüsste dann schon, was zu tun sei, würde meinen Platz finden. Also bin ich an dem Morgen, als du geboren wurdest, zu deiner Mutter ins Krankenhaus geeilt. Sie saß da auf ihrem Bett und hielt dich in ihren Armen. Sie gab dich mir und ich wartete. Ich wartete auf diesen Moment, auf diesen einen Moment, in dem ich dich ansehe und dich einfach bedingungslos liebe, mehr als alles andere und vollkommen und bedingungslos. Aber der Moment kam nicht. Ich sah deine Mutter an und sie lächelte. Bei ihr war es passiert. Ich sah wieder zu dir hinunter und es passierte immer noch nichts. Dann sah ich wieder zu deiner Mutter und sie lächelte mich an und ich wollte sie nicht enttäuschen, deshalb lächelte ich zurück. Aber von dem Moment an habe ich begonnen, ihr etwas vorzumachen. Die Jahre vergingen und zuerst kam Freya, dann Jasmine. Aber es änderte sich nichts. In all der Zeit, all die Jahre, nie habe ich mich wirklich wie ein Vater gefühlt. Ich habe es nie gespürt. Ich habe euch einfach nie geliebt. Jetzt, wo eure Mutter gegangen ist, wo sie tot ist, da brauche ich niemandem mehr etwas vorzumachen. Ich habe nur sie geliebt. Das ist mein Ernst. Was ist mit all den Umarmungen, all dem, was wir zusammen unternommen haben? Als du mich zur Uni gebracht hast, war das alles? Ja. Was ist mit all den Gesprächen, die wir geführt haben? Warten die auch? Damals hast du es geglaubt und darum ging es. Ich habe Jasmine bei Freya gelassen und ich muss los. Du erinnerst mich an deine Mutter und ich komme einfach nicht klar damit. Ihr erinnert mich alle an eure Mutter. Bekommt bloß keine Kinder. Ich bitte euch, bringt mir keine Enkelkinder. Papa? Freya, was machst du hier? Geht es dir nicht gut? Tu mir einen Gefallen und geh zu deiner Schwester. Sarah muss sich um Jasmine kümmern. Sie hat gesagt, ich soll dir Tschüss sagen. Ich habe dieses Kleid hier gefunden. Ich glaube, es gehörte Mama. Kann ich es haben? Du kannst es nicht haben. Und jetzt verschwinde und geh zu deiner Schwester. Papa. Lass mich allein, habe ich gesagt. Aber ich bin schwanger. Was soll ich tun?